zu Ihrer Bemerkung, es darf keine Gewinnmaximierung, so drücke ich es mal aus, auf Kosten der Mieter geben, sage ich Ihnen, das stimmt. Aber wenn das doch so profitabel ist, in Berlin zu vermieten, sagen Sie mal, warum bauen Sie denn da nicht? Warum gibt es denn niemanden in Ihrer Fraktion, der angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellt? Warum gibt es stattdessen bei Ihnen eine Diese-EG, die vor der Pleite steht, weil sie mit Wohnraum spekuliert? Das sind Fragen, die Sie zu beantworten haben, Herr Wolf. Herr Dregger hat jetzt entdeckt, dass Soziales ist, was Wohnraum schafft, habe ich der Frau Spranger vor 2 Jahren schon gesagt. Können Sie sich erinnern, Frau Spranger? Also, Frau Spranger hat uns, alter Hut hier, Herr Dregger, müssen Sie mal modernisieren, nicht immer alles ablesen. Also, und was die Spenden betrifft, ja, die Spenden aus der Bauindustrie, Frau Spranger, gucken Sie doch mal in Ihre Bücher. Nicht in unsere, Sie können gerne in unsere gucken, da finden Sie keine, aber bei Ihnen werden Sie welche finden. Ich höre Ihnen nachher zu, ja? Ich höre Ihnen nachher, stellen Sie eine Zwischenfrage, dann ist das einfacher. Also, und wenn es jetzt darum geht, die Frage zu stellen, die Sie noch zu beantworten haben, Frau Spranger, wieso ist eigentlich der öffentliche Wohnungsbau von Ihrem Mietpreisdeckel ausgenommen? Also das, was Sie selber machen, nehmen Sie raus, oder wie? Da ist doch was faul, oder? So, und jetzt kommen wir mal zur Rechtslage. Ne? Der Artikel 72 Absatz 1 beschreibt glasklar, was hier gerade falsch läuft. Das Land hat keine Regelungskompetenz, wenn der Bund seine Regelungskompetenz wahrgenommen hat. Sie bezeichnen das als Neuland, was Sie betreten. Neuland ist alles, was außerhalb des Rechtsstaates ist, meine Damen und Herren. Und das ist ja hier ein gewohnter Zustand in Berlin. Wenn ich mir angucke, dass der Senator Geisel Polizisten mit Steinen bewerfen lässt und nichts Nennenswertes dagegen unternimmt, dass die Polizisten sich sogar eine Erlaubnis holen müssen, um das Haus zu betreten, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Im Moment gerade nicht. Danke, Herr Vorsitzender. Wenn ich mir angucke, dass der Justizsenator den Steinewerfern anschließend die Daten der Anzeigenden zur Verfügung stellt, damit die überfallen werden können, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Wenn ich mir anschaue, dass die Sozialsenatorin der Exekutive den Zugang zu Asylheimen verwehren will, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Und wenn die Bausenatorin die Politik der interventionistischen Linken, die 1a im Verfassungsschutzbericht des Bundes, wohlgemerkt, nicht hier in Berlin, das ist ja linksradikal bis zum Anschlag. 1a, der im Verfassungsschutz beschriebene interventionistische linke Politik umsetzt, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich hier befinde. Und damit Sie wieder Orientierung in unserem Rechtsstaat finden, also in das für Sie Neuland Rechtsstaat, sage ich Ihnen, wo Sie das finden. Außerhalb des Artikels 72.1, die nächste Regelung finden Sie im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 556d. Und da steht drin, was man machen muss, wenn in bestimmten Gebieten überproportional die Mieten steigen. Und zwar haben Sie dann 5 Jahre Zeit, aber höchstens 5 Jahre steht da. Sie legen das ja schon wieder so aus, wir tun 5 Jahre nichts. Und wenn wir 5 Jahre nichts getan haben, dann ist der Zustand noch immer der gleiche. Und dann brauchen wir natürlich weitere 5 Jahre. Das ist so nicht gemeint, meine Herrschaften. Was liegt, das liegt. Also, wörtlich steht im Gesetz, es müsste klar die Maßnahmen beschrieben werden, die ergriffen werden. So, und dann haben wir ja hier in Berlin zusätzlich noch die Zange des Paragraphen 172 im Baugesetzbuch, den Milieuschutz. Den haben Sie ja mittlerweile erkannt und überziehen die komplette Stadt damit. Was für eine asoziale Wirtschafts- und Arbeitnehmerpolitik betreiben Sie eigentlich, dass weite Teile dieser Stadt und dieser Bevölkerung unter besonderen Schutz gestellt werden müssen? Das ist doch ein Armutszeugnis für Ihre sozialistische Politik, dass die Menschen hier nicht ausreichende Einkommen haben, um ihre Mieten bezahlen zu können. Was kommt denn jetzt auf die Mieter zu, nachdem sie sich als Retter dargestellt haben? Die Mieter müssen selbst aktiv werden. Sie müssen praktisch der Miete ihres Vermieters widersprechen und müssen dann die Miete zurückhalten. Und das müssen Sie natürlich, nee, Sie haben das Recht nicht verstanden, das habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Und
Sie haben doch mit Rechtsstaat nichts zu tun, klären Sie mich doch bitte nicht über Rechtsstaat auf. Bitte schön, ja. Nachdem Sie sich als Retter inszeniert haben, muss jetzt der Mieter aktiv werden und aktiv die Miete kürzen. Das heißt aber nicht, er kann einfach die Miete kürzen und dann mal gucken, was er mit dem Geld macht. Weil während er in Zukunft sein Vermieter ihn verklagen wird auf Einhaltung des Vertrages, Sie verstehen es nicht. Sie sind überfordert mit Rechtsstaat. Ich sag's doch immer wieder. Stören Sie einfach nicht länger. So. Wenn also der Vermieter dann seinen Mieter verklagt, damit er weiter die Miete nach Vertrag gibt, können Sie mal für Ruhe sorgen, der stört hier meinen Vortrag mit seinem Geschrei. Also, wenn der Vermieter dem Mieter verklagt, nein, es ist immer noch in die gleiche Richtung, damit er seine Miete bekommt, dann... So, ich bitte jetzt wieder ein bisschen um mehr Ruhe, damit wir den Ausführungen auch folgen können. Also ich bitte auch die Zeit da oben wieder draufzuschlagen, weil ich werde hier massiv gestört in meinem Vortrag. Und das, ja. Weil niemand versteht natürlich hier in diesem Raum den Sachverhalt und schon gar nicht die Menschen, die das in Zukunft betrifft, die nämlich von ihrem Gesetz betroffen sind, mein Lieber. Die verstehen das nicht und das wollen sie auch. Sie wollen nicht, dass die Menschen da draußen versteht, was für einen Unsinn sie hier veranstalten und dass sie ein Gesetz für Reiche schaffen, für Reiche. Ja, das ist der Haken an der Sache, weil die 300 Leute, die da in der Schlange stehen, da stehen eine Menge Leute bei, die mehr bezahlen könnten, aber die stehen im Wettbewerb mit den gesenkten Mieten und die werden die Wohnungen bekommen. Und da sie nicht bauen wollen, davon lenken sie nämlich ab, dass sie nicht bauen wollen. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist, was sie hier veranstalten. Sie bauen nicht ausreichend, es steht nicht ausreichend Mietwohnungen im Markt zur Verfügung und das treibt die Preise, meine Herrschaften, zusätzlich mit ihrem ganzen Hokuspokus, den sie veranstalten. Und als Beispiel kann ich nur sagen, Blankenburger Süden, schauen Sie sich das mal an. Erst setzen Sie Leute in Panik mit einer totalen Verdichtung, dann wollen Sie dann noch Enteignungen vornehmen und eine Straße haben Sie bis heute nicht mal angedacht, die in dieses Gebiet führt. Sie haben absolut nicht die Absicht, dort zu bauen. Das ist der Beweis dafür. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Sprüche kennen wir von euch Sozialisten doch schon lange. Der ganze sozialistische Block lebt doch von Falschflack. Gucken Sie sich doch einfach mal die Wahlergebnisse von Erich Honecker an. Dann wissen Sie doch, mit was für einer Wahrheit man bei Ihnen zu rechnen hat. Fakt ist, dass der Mieter am Ende dasteht, ohne Ihre Hilfe, und zusehen muss, wie er sich gegen seinen Vermieter durchsetzt. Das heißt, Sie zetteln einen Krieg an und ziehen sich dann ganz schnell zurück. Das ist das, was Sie hier veranstalten. Und jetzt schauen wir uns mal die Rahmenbedingungen an. Herr Wolf sprach ja vorhin von Rahmenbedingungen. Wir will Ihre Rahmenbedingungen regeln. Also, wir haben hier Milieuschutz in dieser Stadt. Wir haben hier eine ausufernde Bürgerbeteiligung, die nichts mehr mit Bürgerbeteiligung, sondern mit Bauverhinderung zu tun hat. Wir haben was mit Zweckentfremdungsgesetz zu tun. Wir haben was mit Mietendeckelgesetz zu tun, mit Wohnraumaufsichtsgesetz. Und wenn man das alles zusammenaddiert, da kommt man ganz einfach an einem Punkt raus. An der Absicht zu enteignen. Und dazu entmenschlichen Sie die Vermieter. Sie nennen sie Miethaie. Wobei diese Menschen, diese Vermieter im Gegensatz zu Ihnen 2 Millionen Wohnräume in dieser Stadt zur Verfügung stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Solche Leute beschimpfen Sie. Die sorgen nämlich dafür, dass die Menschen immer noch im Durchschnitt für 6,72 Euro in ihren Wohnungen leben. Und daraus machen sie eine Hysterie. Die Einzigen, die mehr bezahlen müssen, die müssen deswegen mehr bezahlen, weil sie keine neuen Wohnungen schaffen. Das sind nämlich die Neuverträge. Die Wohnungen, die nicht auf dem Markt sind, die explodieren natürlich im Preis. Das ist ja logisch, ne? Also, die Menschen, die schon immer einen Mietvertrag haben und in ihrer Wohnung wohnen, schreien sie ja nicht so rum, die bleiben in ihrer Wohnung drin und zahlen auch nicht mehr. Und wenn Sie sich da das BGB angeguckt hätten, da steht nämlich drin, dass die Mieterhöhung nach wie vor immer schon gedeckelt war. 15% in 3 Jahren und dann noch orientiert am Mietspiegel. Das alles zusammen begrenzt die Mieterhöhung ganz erheblich. Also in diesem Sinne, es gibt längst einen Mietendeckel, der ist nur an Vernunft geregelt. Und was Sie da machen, ist einfach nur verfassungswidrig und sonst gar nichts. Denn es ist doch völlig gleichgültig, wie hoch die Miete ist, wenn 300 Leute vor einer Wohnung stehen. Da bleiben 299 auf der Strecke, mein Lieber, da können Sie noch so schreien. Die bleiben auf der Strecke. So sieht es effektiv aus und die würden gerne vielleicht sogar 8 Euro bezahlen, ob sie kriegen eine Wohnung. Und da
dass sie das nicht bekommen. Dafür sorgen Sie. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was treibt denn eigentlich die Kosten so beim Neubau? Wir sind ja hier das Höchststeuerland Deutschland. Ne? Wir haben ja weltweit mit Belgien zusammen die höchsten Steuern und jetzt mit ihrer neuen CO2-Steuer werden wir die wahrscheinlich noch übertrumpfen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Tatsache, dass sie den Leuten das Geld wegnehmen, verhindert, dass sie für ihr eigenes Dasein vorsorgen können. Sie können sich halt keine Wohnungen kaufen. Sie sorgen dafür, dass sie nichts verdienen. Sie sorgen dafür, dass das, was sie nicht verdienen, auch noch besteuert wird. Und am Ende wollen sie sich dann mit einer billigen Wohnung auf Kosten eines Dritten versorgen. Das ist ihre sozialistische Politik, das totale Chaos. Sie wollen zurück in die DDR. So. Und wie kommt es denn jetzt, dass die Mieten so hoch sind? Das bin ich Ihnen ja noch schuldig. Ich sag's Ihnen. Die Mieten sind so hoch, weil sie sich vom Bauherrn die Kitas und die Schulen bezahlen lassen. Dass der Bauherr die Kitas und die Schulen bezahlt, das weiß doch der Mieter überhaupt nicht. Der denkt, mein Gott, können Sie mal das Geschrei abstellen bitte, Herr Mieter. Das ist ja schrecklich, der brüllt mich hier die ganze Zeit an. So. Wenn Sie eine Frage haben, Zwischenrufe sind erlaubt, das heißt, wissen Sie ja, und Ihre Fraktion ganz besonders. Ja, gut, natürlich, aber unentwegtes da reinschreien ist ja nicht mehr inzwischen. Ich weiß das ganz genau. Okay, also, Sie lassen sich vom Vermieter die Schulen und die Kitas bezahlen. Anschließend ist die Miete höher und Sie sagen, der böse Mieter, guck mal, was der für eine Miete nimmt. Das ist doch Ihre Trickserei, die Sie als Sozialisten drauf haben. Sie verstecken ganz viele Kosten. 810% Grundsteuer. Keine andere Stadt in Deutschland hat, glaube ich, so eine hohe Grundsteuer wie wir hier. 50 Euro liegen auf jeder Wohnung schon drauf, bevor er überhaupt eingezogen ist. Das ist Ihre Politik. Sie nehmen die Menschen aus wie eine Weihnachtsgans und zeigen anschließend auf dem Vermieter, der war's. Das ist Ihr Trick. Und es ist und bleibt, meine Herrschaften, es ist und bleibt, meine Herrschaften, Grundgesetz, wie Sie es hier machen. Und das wird wahrscheinlich, ja, danke schön, und das wird Ihnen wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht auch bescheinigen, auch wenn da auch nur Richter sitzen, die alle ein Parteibuch haben, wie wir alle wissen. Aber das wissen wir ja, ne? Sie wählen die ja aus, letzten Endes, meine Herrschaften. Also welches Ergebnis kann man erwarten? Das muss man auch einfach mal den Menschen klar machen. Wie kommen die Richter da überhaupt hin? Das wissen ja auch die meisten nicht. So, und Sie schaffen hier in dieser Stadt, eine Notstandshysterie. Sie schaffen hier eine Notstandshysterie und das nur, weil Sie das Bauen verhindern und weil Sie gegen private Investitionen wettern. Und damit treiben Sie das hoch. Und wir haben ja gelesen, im Verfassungsschutzbericht 2018 steht es ja glasklar drin, das ist die Politik der interventionistischen Linken, Chaos im Markt schaffen und anschließend behaupten, das Chaos im Markt ist von den Vermietern verursacht und deswegen müssen wir die enteignen. Das ist Ihre Strategie und ich hoffe, dass Ihnen das Bundesverfassungsgericht aller Parteibücher zum Trotz da einen Strich durch die Rechnung macht. Herzlichen Dank.